So, da sind wir wieder zu Jaguar Zone spielt. Mafia 2. Wow! Wie kommen wir eigentlich auf den Scheiß? Auf jeden Fall. Habt ihr gerade eine interessante Diskussion zwischen Hoffi und mir verpasst? Deswegen holen wir das kurz nach. Ja. Wir sind so begeistert. Wir sind so begeistert von unserem neuen Timer, den wir gestellt haben. Ja, da wurde uns ebenfalls ein dickes Danke an Tobi. Also Danke an Tobi. Das ist echt Lebensretter, weil wir sind halt so phlegmatisch teilweise, dass wir es nicht mal auf die Reihe kriegen, einfach eine neue Knopfzelle zu kaufen. Und dieser Timer steht da wie eine Eins, hat ja, dicke Knöpfe, das ist die große Anzeige vor allem. Hammerhart, den können wir da so voll hinpacken, die Software, die da drauf läuft, ist genau die gleiche wie beim alten Timer, also ist genau gleich aufgebaut. Drei Knöpfe, gleiche Funktionen, genau. Knöpfe. Doppeldrucken und so Gedönsen, genau, funktioniert. Deswegen, wir fühlen uns auch direkt verbunden mit dem Timer. Wir mussten uns nicht die Anleitung durchlesen, das hat funktioniert. Ja, und dann kam auf den Gedanken, da ist jetzt halt so eine normale, ich weiß nicht, dreifache A-Batterie drin oder so. Diese typischen langen Batterien halt. Die kleinen halt, lang, genau. AAA oder was, weiß ich nicht genau. Richtig. Und in dem alten Mal so eine Knopfzelle. Und wir sind gleich instinktiv davon ausgegangen, dass diese normale Batterie nicht so lange halten wird wie die Knopfzelle. Was ja komisch ist, das Ding ist ja viel größer. Und dann haben wir beide, ist uns aufgefallen, dass wir auch in unserem Leben immer die Erfahrung gemacht haben, dass diese Knopfzellen, die halten ewig, für immer, die halten das jahrelang. Das sind Monster. Und da haben wir uns überlegt, wie machen die das? Nehmen die irgendwie so 10 Batterien und pressen die zusammen? Oder eine Autobatterie, meinte Hoffi. Genau. Und Autobatterie klein gedrückt vom Hulk oder was? Und dann nicht. Zack, und dann machen die eine Knopfzelle raus und das ist einfach Hammer. Das ist eine Ode an die Knopfzelle. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also eine richtige Liebesbekundung. Ja, das ist echt krasse Scheiße. An einen Stromspeicher. Ja, okay, nee, und also wenn das jetzt nicht der perfekte Einstieg ist, ja, da weiß ich auch nicht. So, was ist denn jetzt mein Auftrag? Er hat uns angerufen, wir sollen mit einer Knarre vorbeikommen und ein großes Ding mitbringen. Nee, er hat ein großes Ding vor, so war das. Da hatten wir uns ein paar Koffer geklaut. Du musst hier reinlaufen. Oder kannst auch hinfahren vielleicht, das weiß ich. Ich fahr da hin. Da müssen wir nachher nicht so weit laufen, das Auto wieder zu holen. Sehr gut. Der Typ läuft gern gegen die Wände. Also irgendwie gerade die... Oh je. Man darf nicht so zu sehr auf seine Umwelt achten. Und dann fallen Batmobil. Aber ja, ich muss ja echt aussch- nein, du kannst da reinfahren. Okay. Das ist gerade so breit genug. Becker. Aber war komisch, dass in der letzten Folge, ich habe ja den erschossen, Notwehr, und die Polizei kam ja auch sofort an, aber irgendwie haben die mich nicht festgenommen. Ich soll jetzt so diese... Jetzt aussteigen, genau. Ja. Und da treffen wir uns hier ganz ominös im... Oh, das ist ein Polizist auch. Ich habe nichts gemacht. Steigst da ganz unauffällig auf ein Auto drauf. Oh ja. Wie wir uns gegenseitig die Sätze ergänzen. Hey, da kommt er. Heftig. Hey, was gibt's? Hey Vito, setz dich. Ich hab mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin $2,500, plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht $7,500 Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich hab Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann?
Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tonks jemand anderen. Komm schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Zumindest hat sich Vito ein bisschen gesträubt. Ja, was ich aber so hol für, ne? Ah, oh, der Drogen, das tötet Leute, ne? Der tötet den ganzen Tag Leute, ne? Weißt du, also er macht das ja nun wirklich nicht so wenig. Ja. Also, oh, jetzt, boah, Vito. Ja, so ein bisschen heuchlerisch ist das schon, ne? Mein Auto hatte ich ja irgendwo da stehen, genau. Kann ich ja durch? Ich ja, weiß nicht, ob die anderen nein. Kannst du mit L1 rüberspringen bestimmt? Nein, doch. Sind die anderen das? Ich glaub's nicht. Und der Typ rennt auch da mit seinem... Kommt her, Leute. Oh, Joe war kurz nicht... War ja, nicht war Joe kurz, war unsichtbar, ne? An dem Bosch. In dem Gebüsch. So, ich manövriere sie jetzt hier rum. Denk mal, ich soll sie doch jetzt fahren, ne? Ja, du musst sie ein bisschen... Ach, wir brauchen ein größeres Auto. Oh. Wir müssen unser teures Auto hier stehen lassen. Na, geil. Das wusste ich nicht mehr, sonst hätte ich das im Vorfeld schon mal gesagt. Ja, nee, das ist kein Thema, Mann. Ich dachte sowieso, das wäre eine andere Stelle. Schau mal, Koffer liegt da noch. Auto. Ne, wir müssen ein bisschen laufen. Da hinten ist die Straße. Das ist kein Koffer, das ist Blut. Und eine Pistole. Da liegt mir auch die Blutleiche. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Bevor jetzt hier diese Verarsche mit unserem Auto kam. Von wegen, dass wir jetzt Drogen verkaufen gehen. Beziehungsweise wir gehen erstmal Geld holen von dem jüdischen Kredithai. Das ist ein cooler Typ. Oh, ja, ein cooler Charakter, ja. Guck mal, ich nehme das Auto auch nur in Erinnerung an Joe. Ja, das ist selber Joe. Du hast wieder geschossen, okay. Ja. Und wo sind die Knaben? Wo sind unsere Leute hin? Das ist eine verdammt coole Frage. Da ist einer. Das ist Joe. Steig ein. Jetzt brauchen wir noch Henry. Der ist schon drin. Okay, er ist rein. Okay. Optimal. Ja, wunderbar. Da wollen wir uns gar nicht beschweren. Dann gib Rille. Das ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry. Oh, jetzt palabern die wieder. Ja, der heißt Bruno und dem werden wir erstmal einen Kredit aus der Hose leihen. Ja, aber hier auf dem Hügel sind das Kamera. Genau, hast du den rechten Stick benutzt? Ja, ja, aber da bewegt die sich auch dann so ganz anders als sonst. Genau, den rechten Stick, den muss man fast abkleben. Ja, das ist echt so. Also das ist schon fast wie bei Resi 4. Schade. Wo der rechte Stick wirklich nur zur Verwirrung eingebaut wurde. Der ist nicht mehr im Geschäft. Der macht null Sinn, ne? Ja, weil er halt immer sofort die Kamera wieder korrigiert. Also hier in diesem Spiel auf jeden Fall. Nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von hast du rechtzeitig gebremst. Die in der Kommission sind. Boah, ich werde hier langsam echt zum Transporter. Ja, aber der Name ist schon weg, ne? Dann hat Simon sich geschnappt, der Transporter. Trauen? Klar, von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt's keine Probleme. Ah, sehr gut. Gibt keine Probleme. Das hört sich gut an. Ja, achso, ja, also ich wollte jetzt gar nicht... Ich wollte jetzt gar nicht wissen, was hier schon wieder alles schief geht. Ja, also so. Aber es hört sich erstmal gut an, ne? 20.000 für jeden. Zumindest war es auch diesmal nicht Joes Plan, sondern Henrys Plan. Und Henry. Aber Joe war ja sofort Feuer und Flamme, ne? Also ja, logo, Drogen 20 verkaufen? Scheine? Natürlich, sofort Drogen verkauft. Da muss ich hin. Ja, hier stehen bleiben und in die Hintergasse da. Da, genau. Okay. An der Telefonzelle vorbei, das ist bestimmt nur ein Wachmann versteckt da. Ja, irgendwie, guck mal, wie Vito da auch gerade hingeguckt hat, ne? Irgendwie verdächtig. Sind schon die Bullen hier? Kann das sein? Haben die diesen Deal schon auf dem Radar? Oder wollen die Chinesen uns abziehen? Alles im Reich des Möglichen. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Das ist ja erstmal der. Genau. Erstmal weit und breit keine Chinesen. Hi Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi, Bruno. Hallo, Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen.
Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute $35.000 und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um $10.000 pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den $20-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Harte Verhandlung. Ja, haben Sie aber gut gebartert. Ja, ja. Teil 1 des Plans hat funktioniert. Ja, und grundsätzlich finde ich es immer noch eine faire Sache. Immenses Risiko für ihn. Wir wollten noch nicht plaudern. Ich glaube, wir hatten eine Gewinnspanne von 20.000, aber die ist, glaube ich, auf 10.000 runter, wenn man jetzt... Nee, ist mehr, immer noch mehr. Eigentlich wollten wir 45.000. 45, jetzt haben wir 55. Genau. Also jetzt haben 10.000. Wir 10.000 durch 3, also sind wir jetzt, was weiß ich, dann bei 17.000 jeder gewinnen. Ah ja, das reicht natürlich, genau, weil wir da ja uns das alles teilen. Aber willst du nicht die andere Karte? Achso, ja. Oh, die steht offen auch und offen. Die kenne ich ja. Müssen wir nicht klauen, müssen wir gar keinen Delikt begehen. Das ist mein Auto quasi. Die Tür ist gerade einfach verschwunden. Du hast sie reingeschoben, ich weiß gar nicht fragen. Weil das ist ja eine Flügeltür. Mhm. Unsichtbar. Das ja. Also heute irgendwie, wenn wieder, werden wir immer pingeliger von Mal zu Mal. Oder es hängt mit der 2 zusammen. Die gibt ominöse 2. Ja, ja. Sonntags zur Kirche und da habe ich mal den. Achso, und Henry sagt gerade, woher er das Zitat kannte. Der Bruno scheint das immer zu benutzen. Und hat er mal nachgefragt, wo das in der Bibel steht. Okay. Damit er sich ja in der Verhandlung etwas das credit. Ja, ja. Das war aber auch so, wäre bei Fallout wäre das jetzt eine Sprachoption gewesen, die man nur durch irgendeinen Perk oder so. Ja, 50 Speech. Ja, genau, irgendwie so. Ja, das Speech-System in New Vegas fand ich besser als in Fallout 3. In Fallout 3 war es mit Prozenten. Genau. Und da war es einfach so, entweder schaffst du es oder nicht. Ja, genau. Also entweder hast du den Speech-Wert oder den hast du nicht. Ja, ich habe es auch nie so ganz bei Fallout 3 so ganz... Weil ich bin halt auch nie auf Speech gegangen. Aber Speech ist wichtig. Natürlich, gar keine Frage. Das habe ich immer gerne gemacht, weil man einige Missionen... Meistens hast du ja 2 Optionen gehabt oder mehrere Optionen. Entweder machst du mit Speech das oder du gehst halt irgendjemanden umkillen oder was. Aber bei Vegas war es manchmal so, dass man einige Missionen nicht ohne Speech machen konnte. Zumindest habe ich keinen anderen Weg gefunden. Gut, Vegas habe ich ja nun noch nie durchgespielt. Das musst du mal nachholen, hoffentlich. Ja, das werde ich mir auch empfehlen. Das ist nämlich echt nicht schlecht, das Spiel. Gar keine Frage. Es ist im Grunde gepimptes Fallout 3. Genau. Aber es lief halt auf meinem PC. Alles. Ich muss mir das echt nochmal für Konsole holen, wahrscheinlich. Obwohl ich halt sagen muss, ich kann es mir halt auch noch nicht so für Konsole vorstellen. Hat man irgendwie bei New Vegas viel mehr Sniper, finde ich. Mhm. Ja, weil man und, ja auch und das ist teilweise Controller dann doch arg fummelig. Baller macht alleine halt schon wegen den Iron Sights, also wegen Kimbo und Kornziel macht das halt schon deutlich mehr Spaß. Ja, auf jeden. Wobei man das ja auch bei Fallout 3 modden kann und funktioniert auch gut, außer bei den DLC-Waffen. Darauf? Yep. Aber erst gehen wir zu den Chinesen und unterbreiten denen das... Wie soll ich jetzt? Das Angebot? Er hält nicht. Er kann nicht stoppen. Er fährt automatisch. Ach so. Da ist ein Automod übergegangen. So. Ich würde sagen, die Verhandlung. Wollen wir die Verhandlung in der nächsten Folge machen oder willst du die noch angucken? Weiß nicht, passiert denn was Dramatisches bei den Verhandlungen? Wir haben was mit eurem Boss. Dann machen wir mich sonst lieber Ende. Ja? Haben wir einen kleinen Cliffhanger? Soll ich pausieren? Jo. Also sind wir jetzt also erst bei den Chinesen im Hinterhof? Wir sind bei den Chinesen, ich gebe dir schon mal den Controller. Wollen denen die Kohle geben, damit wir dann böses Heroin kaufen oder was? Oh yeah! Oh Mann, wir sind echt aber badass. Ich gehe davon aus, dass wir. Das wird die schlimmste Scheiße, die wir bisher hatten.
Ich bin mir halt noch nicht schlüssig. Es gab mir ja noch nicht viele Hinweise, was jetzt ablaufen könnte. Aber entweder wollen die uns einfach abziehen, weil wir haben jetzt Knete dabei. Ja, eine Menge. Eine Menge Knete. Ja. Wir sind nur zu dritt. Und wir sind hier in deren Hauptquartier, sage ich richtig, jetzt mal. Richtig, in der Base. Nicht die beste Position unbedingt. Schwer bewaffnet sind wir auch nicht. Und wenn man sich so die letzten Pläne von, ja, von uns anguckt, der hatten nicht die beste. Nee, also die sind Erfolgsquote. Eigentlich generell sind die nie wirklich geil ausgegangen. Wir haben sie immer mal gespannt, wie es jetzt abläuft. Also mich hält's kaum im Sitz, obwohl ich genau weiß, was passiert. Aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, wenn wir da Soccer Zone spielen, Mafia 2. Bis denn. Wow! Jaguar, man.